Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf The Redstone Channel. Gut, wir fangen heute mit der neuen Staffel an, mit dem Blue Creeper. Jo! Und zwar geht es um eine, Staffel, eine neue, und zwar stellen wir eure Voggies vor auf dem Server. Und werten die. Wir haben natürlich auch schon bewährte Bogen hier. Vorweg, den zeigen wir aber erst am Ende des Videos, ne? Genau, also das ist das Woggy V2. Oh Gott, wie heißt das? Ariensi by DJ 36001. Genau, das ist der Erbauer. Ich fliege jetzt einmal drum rum. Hier ist ein Clan-Logo drauf. Schön. Schönes Ding. Gut, gut, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ja. Ist halt jetzt, das ist das kleine Worgi auf dem Server. Ja, und ich merke auch schon sofort hier, es ist klein gehalten, ne? Und mit massig viel Panzerung, wie man sieht. Kannst du denn auch mal kurz erklären, was das hier für Kanonen sind? Für Leute, die nicht wissen, was das hier. Ich schätze mal, das sollen Shotguns sein. Stichkanonen sind es nicht. Okay. Auf jeden Fall, dann gehen wir mal eine Etage höher. Das Vorgänger hat halt nur 5 Kanonen, man darf auch nicht mehr einbauen, den kleinen. Ist die Nummer dieselben? Also in so einer Viererformation quasi. Dann haben wir hier so eine Art Mini-Brücke. Zwei Schaden sind Band joins the server. Ist leider nicht beschriftet. Und hier mit Band switch channel to head for the friends out to feeler on the server. Ich wurde gerade bisschen unterbrochen, weil jemand auf den Server gejoint ist und kommt diese komische Stimme wieder. Egal. Einfach weitermachen. Scheinwerfer gehen also. Scheinwerfer gehen, aber ich merke ja auch bei der Gangbeleuchtung ist es ja wirklich sehr einfach gehalten mit Glowstone. Das kann man machen, ist aber jetzt, man hätte. Hätte man verbessern können. Wenn man schon, jetzt. Jetzt werde ich angestopst. Egal. Ich weiß auch schon, wer es ist. Warte mal. Man kann oder hätte, wenn man schon. Das nervt. Wenn man schon mit Glowstone was macht. Ja. So ein tiefer. Dann hätte man hier so schicke Beleuchtung oder sowas. Also so. Ja, das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. Das stimmt. Das wäre schon irgendwie besser gewesen. Das stimmt. Jetzt kicke ich den erstmal. Was ich aber jetzt wirklich schon sehe, ist, die Panzerung ist dermaßen von Fett hier. Man hat ein richtiges Kanonenloch wie bei einem großen Vorgänger. Also von daher ist das da. Die Panzerung ist sehr gut. Band join also. The server. Ja. Band switch channel to some friendly friends out to spear on the server. Dann, was jetzt noch so zum Bemängeln ist, man kann hier im Survival nicht so leicht hoch am Dach. Also man muss wirklich erst hier auf diesen Block steuern, um dann hier raufzukommen. Ja. Man hätte jetzt vielleicht auch einfach hier. Man hätte eine Luke oder sowas auch einbauen können, finde ich. So eine Holzluke. Wenn man hier ein Slapwerk, dann könnte man wenigstens so. Genau, oder so, ja. Aber das sind jetzt die kleinen Details, ne? Was haben wir denn hier jetzt? Hier ist jetzt eine Artillerie. Eine sehr kleine. Die zündet man hier an den Knopf. Das finde ich auch ein bisschen sehr verwirrend gemacht. Ja, warum hier zwei Knöpfe sind, ist jetzt. Nein, das ist nur, dass das. Für das TNT. Nein, dass das hier nicht powered wird, der Block hier vorne. So, ach das so. Soll das abhalten, aber man. Ach so. Okay. Ja, das, also, man, ganz ehrlich, Leute, nimmt Repeater, weil wenn man da drauf klickt, macht das nichts. Genau. Das ist doof. Und dazu ist sie noch sehr schwach gepanzert. Ein Schuss ist die Technik. Ein Schuss und diese Kanone ist hinüber. Ja, mehr gibt's schon gar nicht in diesem Walk hier. Ist halt sehr klein. Wir kommen direkt mal zur Wertung, würde ich sagen. Okay. Und zwar im Designer mit 6 Punkte geben, also maximal gibt's 10. Genau. Und ja, ich denke mal, 6 fürs Design für die Außenoptik ist berechtigt, weil, wenn man überlegt, vorne sieht es ja noch ganz okay aus, aber hier an den Seiten ist gar nichts so.
Hier ist sehr eckig noch gehalten. Ja. Ja, man hätte das noch schöner abrunden können und vielleicht noch Beschriftung reinmachen können oder sonst was. Ja, aber so, ansonsten gefällt mir das Design eigentlich relativ gut. Das hat schon was, ne? Kanonen haben 5 von 10 Punkte. Also damit ist die Kanonenstärke, der Schaden gemeint. Werdet ihr noch sehen, wir machen noch einen Beschusstest am Ende. Mhm. Dann die Infrastruktur, also wie man zurechtkommt, haben wir nur 2 Punkte, was wohlgemerkt richtig gehandelt ist, weil wenn man, auch wenn es so ein kleines Volk ist, wenn man hier reinkommt, ist null Beschriftung. Man wüsste noch nicht mal, wo die Brücke ist, ob man überhaupt Artillerien hat und sowas. Das sollte man vielleicht schreiben. Also man müsste sich erstmal einmal kurz umgucken vom Fight und ja. Genau. Das kostet kostet Zeit halt. So, gehen wir zum nächsten. Gut, dann was haben wir denn noch? Wir haben Die Infrastruktur. Ja, die habe ich doch gerade vorgestellt. Ach so, ach Mist, ich war schon wieder. Tut mir leid. Innenoptik. Ja. Ja, da haben wir auch nur 2 von 10, weil halt mit Teppich und sehr viel Endzone zu sehen, also schon richtig gemerkt, bemerkt. Naja, gut, was will man machen? Ja, Endstone gehört zwar aber auch dazu, aber das hätte man tatsächlich schon ein bisschen räumlicher machen können, ne? Ja, dann die Panzerung 7 von 10, die ist ziemlich stark. Panzerung. Ja, das habe ich eben auch schon angesprochen. Man sieht hier Unmengen an Panzerung, also relativ. Das ist für ein kleines Volk ziemlich gut. Allerdings, was jetzt Punktabbruch gegeben hat, ist halt die Arti, weil die ist einfach null geschützt und ja. Genau, die hätte man, da hätte man wirklich schon mal was machen können. Oder generell irgendwie ein Design auf dem Dach kreieren oder sowas. Ja, ich meine, man nur mal so wohlgemerkt, hat mehrere Slap-Arten, ne? Die haben dieselbe Wirkung, aber man Design. Ja. Okay. Band join the server. Ja, kompakte Kanonen. Kompakte Kanonen. Haben wir 9 von 10, weil sie sind schon sehr klein gehalten. Genau, für so ein kleines Vorgeher ja klein gehalten, aber sind meiner Meinung nach relativ gut. Also 9 Punkte, super. Ja. Da habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Nein, gut. Dann haben wir jetzt hier das Neue, und zwar KLBZ, das bedeutet nichts anderes wie Kanonen leicht beladen, zu beladen. Du hast ZB falsch rumgeschrieben, aber egal. das wollten wir halt noch für uns werten, sage ich mal, weil ich finde, im Kampf ist es wichtig, dass man nicht wissen muss, wo muss ich denn jetzt eigentlich beladen? Ja. Und da haben wir, was denn? Schau es dir an. Ja, wie viele Punkte haben wir gegeben? Ich glaube 9. So, oder, nee, 7 waren das, oder? Ja, 7. 7, glaube ich, 7, soweit ich das weiß. Ja, weil die Shotgun sind eigentlich ziemlich kurz beladen. Halt hier da, wo das Rote ist und dann hier alles voll. Man kann sich auch hier nicht verklicken, dank den Schilder. Das ist gut gemacht. Aber die Arti werdet ihr noch später sehen. Hier ist zwar markiert, dass man bei dem Roten beladen soll, aber der Schuss fliegt dann mal mega scheiße. Man muss den nämlich ein bisschen anders beladen, zeige ich euch dann. Mhm. Es hat halt Punkt ab. Wobei, Kanonen leicht zu beladen. Ich sehe hier gerade, das sind ja hier 4 Kanonen, das sind dieselben. Wenn ich jetzt hier stehe und es schießt ein Feind auf mich, das Worge ist ja nicht gerade groß, dann müsste ich hier erstmal ins Wasser von hier hinten anfangen zu beladen, dann hier langsam versuchen zurückzuschwimmen vom Wasser. Das braucht natürlich Zeit und da könnte man vielleicht noch was verbessern, meine ich. Na. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde es so sehen. Ja, abgesehen davon hat das Vorgel keine Ausgucks, also man kann wirklich nur vom Dach gucken. Ja. Ja, und dann haben wir den letzten Punkt, den wollen wir auch noch ansprechen, das sind die Verbesserungen. Was man hier an diesem Vorgel verbessern könnte. Ja. Für den Erbauer auch sehr interessant vielleicht, der jetzt vielleicht hier gerade zuschaut. Ja, also Verbesserung,
Wenn ich mir das so anschaue hier, Denke mal, eine große Sache ist halt, dass wirklich mit den, wie heißt es, Lampen. Also ich finde, man hätte das wirklich schöner machen können, auch den genau. Scheinwerfer vorne. Das wäre halt eine Verbesserung. Zur Kanonentechnik selbst, da kann man jetzt klar Verbesserung sagen. Es ist halt, es ist halt eine schlechte Kanone. Also man kann die jetzt irgendwo kann man sie bestimmt verbessern, aber man müsste halt quasi direkt schon neue Kanonen bauen und deswegen kann man das jetzt schlecht Verbesserung sagen. Das Was auf jeden stimmt. Fall eine riesen Verbesserung wäre, mal abgesehen von der Optik, wäre, wenn man die Arti panzern würde. Also man hätte Ja, die locker. auch. Ich habe aber noch einen Punkt. Das ist die Brücke. Die Brücke ist ein kleiner Bunker, hätte ich jetzt fast gesagt, hier mit zwei Lampen und einem Schalter, ne? Also man kann sehr wenig von ihr machen. Ist halt sehr mühelos gemacht, sag ich mal. Ein Scheinwerfer und zwei Schadensensoren. Ja, wenn ich mir Raiden das. X3, Wenn join man. the Ich server. meine. Hat ja nicht mal Brückenlicht, das man anschalten kann. Also, ja. Ja. X3, switched Und channel to hub es bogey gibt friends hier out to scheinbar spieler on zwei server. Alarmsensoren. Ja? Und wie ich auch hier gerade sehe, die Alarmsensoren sind nicht mal an der Glock oder so angeschlossen. Das heißt, diese zwei Lampen an der Brücke, die gehen an, wenn das Worgia vorne ein Stück beschädigt ist. Und es darf nur. Die Sensoren sind relativ in der Mitte. Das heißt. Die Sensoren werden, wenn das jetzt außerhalb, also ganz rechts zum Beispiel beim Worgia beschädigt wird, dann wird das Worgia nicht spüren, hier sozusagen von den Alarmsensoren. Da müsste man schon zentral in die Mitte schießen. Ja. Na? Ja, und ich würde sagen, wir kommen auch schon zum Schluss der Wertung. Es hat eine Gesamtpunktzahl von 38 Punkten, von 70 möglichen. Und daher kann man sozusagen die Schulnote 4 geben, würde ich sagen, 4 bis 4 minus, weil, also vom reinen Kampf her wäre es dann vielleicht schon wieder ein bisschen besser auf einer 3, aber, so, was Optik und so betrifft, hat halt Punktabzug gegeben und Marvin joined the Infrastruktur, server. ne? Das hätte man wirklich besser machen können. Und Genau. es ist nicht viel Arbeit, das sind einfach ein paar Schilder mit ein paar Pfeilen dran, wo es lang geht. Ja. Ja. Und was ich auch nochmal hier zu bemängeln habe, Marvin disconnected from the server. nochmal zu den Alarmsensoren hier. Die Alarmsensoren würden anspringen, aber wenn man dann irgendwie in der Kanone ist, hört man keinen Alarm oder so. Das ist natürlich Achso, auch der. blöd. Ne? Ach, der hat gar keinen Ton, ne? Der hat gar keinen Ton, ja. Da ist Ja, nix. gut. Ja, das ist natürlich auch nochmal schlechter. Ja, Na gut, okay. dann werde ich jetzt zu den Kanonen gehen. Schuss. Und Okay. zwar habe ich das doch hier Wollen wir denn einen vorbereitet. kurzen Cut machen, damit wir dann gleich beim Beschusstest wieder da sind? Von mir aus. Dann, ja. Dann bis gleich, ne, nach einem kurzen Cut. So, und da sind wir auch wieder beim Beschusstest. Ne, da hinten ein Endstone-Gegner. Genau. Ich habe jetzt schon bereits alle Kanonen geladet. Deswegen schieße ich direkt auch. Der Getroffen! Redstone, dieser Endstone-Block, ist der 50 Blöcke vom Worgia entfernt? Ja. Okay. Und wir haben auch schon den ersten Damage. Wow, ging da schnell. Die sind Ja, auch schon die beladen. erste Kanone ist kaputt. Ich habe die entbuggt, Leute. Also da habe ich dran gedacht, ne? Wenn Ist ihr es die. hochgeht, liegt das nicht an mir. Habt ihr Die entbuggt? eine hat hier getroffen, die zweite hat hier auch getroffen. Ja, aber die Zahlen da legen sich. Ich habe Die sie zerlegen entbuggt. sich. Ja, ich habe die Warte, entbuggt, die warte. Kanone. Oh, ja, okay. Zwar minimaler Schaden, aber Ich weiß nicht, was da jetzt eigentlich wirklich falsch ist. falsche Einstellung würde ich einfach mal schätzen. Falsche Einstellung. Also Beschusstest kennt ihr auch schon von meinen ersten Worgia, was jetzt nicht so ganz der Burner war, ne? Aber es kommen noch bessere. So. Werden ja auch alle drei gezündet. Ich kann jetzt mal, nur mal um zu testen. Ich glaube, es liegt einfach daran, die Kammer ist gut gehalten. Ah, jetzt wird sie sich. Oh, doch. Hat sie sich auch zerlegt? Ja. Also der Schaden ist Ventron wirklich. Keys switched Auf jeden channel Fall will to ich jetzt mal change eins bei back der Arte one on the zeigen, wenn server. die jetzt auch funktionieren sollte. Okay. Würde ich. Oh, scheiße. Nee, hat funktioniert.
Also die fliegt viel zu weit drüber, wenn man die Topologie angeben. Ich glaube, ich weiß nicht genau, aber wenn man die so belädt. Ja, du hast dann TNT-Block falsch, genau. Ja. Dann dürfte das besser gehen. Jetzt kommt die auf dem Dach an. Jetzt kommt die da an, ja. Und macht sogar einen schönen Damage. Ich glaube, so wie du sie eben gerade beladen hast, ist sie auch richtig. Ja, also ihr seht, erstens, ich habe die Kanone wirklich entbuggt und ja, das ist halt schon echt sehr mangelhaft, sage ich mal. Ich werde jetzt nur noch eine Sache machen. Ja. Und zwar bin gespannt. Was waren jetzt? Bei? What the fuck? Und dann testen wir das nochmal, oder wie? Nein, dann super. Warte. Ja. 0:0. Achso, jetzt weiß ich gar nicht die ID. Moment. Und, Schönes Glas, echt. Magenta. Mhm. Wenn das jetzt richtig war. Kannst du mich kurz zu dir teleportieren? Das ist Golderz, glaube ich. Und ich glaube, ich bin mitten. So, Ventron, jetzt kann man so mal den Schaden mal so erkennen. Kannst du mich mal kurz zu dir teleportieren? Ja. Ich bin im Block. Tut mir leid. Wow. Also man kann jetzt so an der Seite gut erkennen, wie der Schaden Ventron, ist. Ventron, please switch channel to Hub 5, begrenzt out the spieler on the server. Ja, es ist wirklich Ventron, schlecht. Alter, diese Teamspeak-Stimme, ne, die muss ich umstellen. Das geht so nicht. Ja, okay. Also, ganz ehrlich, man hätte... Ja, Ventron, ich weiß noch nicht, was... Das, oder ob ich das falsch geladen habe, aber eigentlich war das richtig so. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, höchstens ein paar Blöcke mehr werden jetzt auch nicht drin gewesen. Ja, der macht ja hier höchstens vier... Ja, drei bis vier Blöcke Schaden macht er hier. Das ganze Worgier, das ist nicht viel, aber ja. Es wird, gut. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ich würde sagen, das war's auch schon. Das war halt der Anfang der Staffel, wir werden mehrere Worgies vorstellen. Und wer weiß, vielleicht wollt ihr ja auch ein Worgie machen und uns das vorstellen lassen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alle Links und so weiter zu ihm findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Jep, bei mir ebenso. Bis dahin. Macht's gut und ja. Ciao.